Hallo meine Freunde, es ist ganz komisch, ich vlogge gerade mit meiner großen Cam. Ich zeig das mal, so sieht das aus. Ich drehe heute ein Get Ready With Me. Ich würde sagen, let's go. Ich bin heute Abend auf einem Event eingeladen von Subdue. Das wird eine Summer Party. Das Thema ist All White und irgendwie davon auch Tierprint und helles Denim anziehen. Ich glätte zuerst mal meine Haare, weil es heute ziemlich heiß ist und ich mein Make-up deswegen erst so spät wie möglich mache, damit es noch relativ fresh ist. Was ich vorher dazu sagen will, ist, dass ich zurzeit extremen Ausschlag im Gesicht habe. Ich habe zurzeit echt meine Probleme damit. Ich war gestern deswegen auch beim Arzt und gestern Abend ist es dann gleich nochmal schlimmer geworden. Es ist zurzeit gerade gar nicht so rot, wie es sonst immer ist, aber es ist brennt und juckt unglaublich doll gerade. Es ist in diesem Bereich richtig unangenehm. Ich habe gestern herausgefunden, dass es höchstwahrscheinlich von Überpflege kommt. Das muss man sich mal geben. Normalerweise sind Hautärzte immer so, ja, wäsch dir auch zweimal am Tag dein Gesicht, bla bla. Jetzt hoffe ich, dass es schnell wieder weggeht. Ich mache trotzdem mein normales Make-up, weil richtig schlecht eigentlich. Zum Haare glätten habe ich eigentlich so gut wie immer dieselbe Routine. Und zwar benutze ich ein Haaröl von Hairstyler. Das ist von derselben Marke wie mein Lockenstab. Und es ist so Arganöl, relativ pur. Und das mache ich mir in die Haare. Es riecht außerdem richtig geil. Und mein Glätteisen ist auch von Hairstyler. Das ist auch schon super alt. Ich bin so semi-zufrieden. Also ich will mir jetzt kein neues kaufen, solange das noch funktioniert. Es tut seinen Zweck ganz gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir jetzt nochmal kaufen würde. So sieht es aus und es ist pink. Ja, mein 14- oder 15-jähriges Ich war damals auf dem Trip, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ja, also seitdem ich viel abgeschnitten habe, beziehungsweise der Friseur viel von meinen Haaren abgeschnitten hat, teile ich es nicht mehr ganz so doll auf wie früher, weil es geht dann doch irgendwie ganz gut. Jetzt mache ich mal wieder Musik an. Ich höre zur Zeit oder gerade eben, wo ich voll drauf abfahre, arabischen Haus. Ich mach mal ganz kurz an, dann hört ihr ungefähr, wie sich das anhört, aber dann muss ich ausmachen wegen der GEMA. Gerade die letzten Strähnen. Hier ist es noch ein bisschen zu voluminös auf meiner einen Seite. Wow, ganz schön sehr krass voluminös im Gegensatz zur anderen Seite. Aber ja, so sieht das dann aus. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Früher habe ich immer eine gute halbe Stunde gebraucht. Ich schätze mal so 10, 12 Minuten oder so. Wow. Fangen wir an mit dem Make-up. Ich benutze jetzt kein Make-up, sondern nur über meinen Ausschlag. Eigentlich ist es richtig unproduktiv. Und zwar nehme ich von Too Faced den Born This Way Concealer. Ich habe übrigens unten drunter jetzt schon die Creme, die ich vom Hautarzt bekommen habe. Die sieht so aus. Auf der anderen Seite steht mein Name, deswegen kann ich die jetzt nicht gescheit zeigen, aber die wurde mir extra angemischt gestern. So, dann Concealer. Das ist zu viel, würde ich sagen. Ich benutze zurzeit richtig oft viel zu viel von allem und tue das dann richtig verschwenderisch wieder wegmachen. Das ist gar nicht cool, Paula. Ja, ich ziehe eigentlich immer für ein glowy Make-up meine Schminke ein bisschen hoch. Also so den Concealer hier hoch, sieht dann irgendwie schöner aus. Und was ich euch noch zeigen will, was ich normalerweise benutze, jetzt wegen meinem Ausschlag nicht. Aber ich weiß ganz sicher, dass er davon nicht kommt, weil ich das schon ziemlich lange benutze. Und zwar ist das so eigentlich eine Creme, aber es ist ein Moisturizer. Und zwar ist der von Glow Recipe. Und zwar ist es der Wassermelon Glow Pink Juice. Das benutze ich super gern und da kriegt ihr innerhalb von einer Woche, wenn ihr das eine Woche lang benutzt,
den schönsten natürlichen Glow ohne viel Highlighter. Das ist nämlich der andere Punkt. Ich benutze ungern viel Highlighter. Also ich benutze Highlighter, ihr seht auch gleich wie und wo. Aber ich benutze nie unglaublich viel. So, als nächstes Bronzer. Was benutzen wir heute? Ich habe einen neuen Bronzer von Dior. Das ist mein Baby. Aber ich glaube, der ist mir tatsächlich zu hell gerade. Ich benutze normalerweise immer meine NYX Palette. Und zwar zurzeit diese Farbe im Sommer. Normalerweise diese Farbe, aber jetzt bin ich schon ein bisschen braun. Nehme ich diese Farbe. Und wie ihr seht, das hier ist deutlich heller als diese Farbe. Deswegen bringt das, glaube ich, nicht so viel. Deswegen nehme ich wieder mein NYX. Und was ich auch bei einem natürlichen Look super wichtig finde, ist, dass du für Bronzer und Blush einen sehr großen und vor allem sehr weichen Pinsel nimmst. Also so groß ist mein Pinsel, den ich benutze, und er ist auch super weich. Das finde ich super wichtig, damit es einfach natürlich aussieht. Ich mache dann auch noch ein bisschen hier auf die Stirn, so links und rechts. Einmal so auf die Nase, dann sieht es auch so ein bisschen sonnengeküsst und natürlicher aus. Und auch wenn es sich quasi Contouring nennt, mache ich keine Balken. Zumindest gebe mir Mühe, keine zu machen. Und auch wenn es jetzt ein Abend-Make-up ist, quasi. Ich gehe jetzt nochmal hier über meinen Concealer einmal drüber, damit er nicht ganz zu hell ist. Dann kommt auch schon mein Blush. Das ist mein Lieblingsblush von MAC. Und zwar ist es ein Mineralized Blush. I don't know. Und zwar die Farbe New Romance. Ich habe den jetzt schon zum zweiten Mal und ich liebe ihn. Der geht auch relativ langsam leer. Also ich benutze ihn so gut wie jeden Tag seit mehreren Jahren. Und ja, der hat schon drin Glitzer. Das macht natürlich auch dann den Glow aus. Und gehe auch momentan irgendwie voll gerne mit demselben Pinsel rein wie mit dem Bronzer. Ich meine, man schmiert sich sowieso fast übereinander. Klar, ein bisschen weiter oben mache ich es schon. Aber deswegen macht es für mich auch keinen Unterschied, welche Pinsel ich nehme. Und ich liebe diesen Pinsel einfach. Der ist von ZOECO. Keine Ahnung. Irgendwas Veganes. So. Und dann kommt jetzt der Highlighter. Da benutze ich von Charlotte Tilbury diese Palette, die Highlight- und Contour-Palette. Also der ist so fast schon so, würde man nicht so viel sehen. Und deswegen nehme ich nur den Highlighter, da gehe ich immer mit dem Finger rein und mache mir auf die Nase, so Nasenrücken, unter die Augenbrauen, sie, um sie so ein bisschen zu highlighten quasi, so ein bisschen wacheren Blick auch zu bekommen. Optisch natürlich. Ob das wirklich so ist, müsst ihr selber herausfinden. Und in die innere Augen. Wie heißt denn das? Mann, ich schaue seit Jahren YouTube-Videos und mache auch YouTube-Videos, aber warte, wie heißt das? Innersten Augenwinkel? Naja, ihr wisst, was ich meine. Und da mache ich dann noch was rein. Das mache ich every day. Das gibt meiner Meinung nach auch einen sehr wacheren Blick. Und gehe manchmal noch mit meinem Hoola Bronzer. Und zwar von Benefit ist der. Gehe ich auch nochmal rein und drauf. Wow, so richtig unkoordiniert heute. Dann kommt Augenbrauengel. Ihr seht, meine Augenbrauen sind sehr voll und ich brauche da nicht so viel. Ich mag auch nicht so gerne unnatürliche Augenbrauen, auch wenn es ein Trend ist. Ja, meine Augenbrauen sind so wie sie sind eigentlich ganz okay. Und die bürste ich dann noch so ein bisschen hoch. Der einzige Nachteil an so vollen Augenbrauen, dass die manchmal irgendwo anders sind. Also du kommst mit deinem Arm oder so dagegen und dann sehen sie hässlich aus. Und dann gehe ich oft nochmal einmal mit Concealer rum, und zwar nur so einmal, aber wirklich nur ganz vorsichtig, damit ihr euch nicht den Blush kaputt macht. So. Und als letztes kommt die Mascara. Ich habe tatsächlich heute mal eine andere Mascara, die ich euch zeige. Ich habe, glaube ich, in meinen letzten 8
Schminkvideos oder mindestens 5 Schminkvideos immer eine Mascara gezeigt, die auch wirklich meine Lieblings war. Die wurde jetzt abgelöst von einer von Manhattan, und zwar die Supreme Lash Wonderlux Volume Mascara. Die ist so richtig pink. Und dazu brauche ich jetzt meinen fetten Spiegel. Genau, ich bin nämlich echt schlecht im Mascara auftragen. Also ich komme mir immer ins Augenlid, vor allem mit der Mascara. Sie ist definitiv schwer aufzutragen. Also das ist der Unterschied. Ich finde der schon krass. Ja. So, das ist mein Full Make-up. Wie ihr seht, es ist echt natürlich gehalten. Und ja, ich liebe es eigentlich so. Und jetzt probiere ich mal meinen neuen Lippenstift aus. Der ist auch von Dior. Und ich habe keine Ahnung, ob der dazu passt. Übrigens war das die Farbe 887 Bronze Shamanic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe so einen Tube Top, so eins. Und das anzuziehen, ohne es voller Schminke zu machen, wird ein bisschen schwer. Ich wünsche mir Glück. So, ich bin jetzt auch fertig umgezogen. Und das hier ist mein Outfit. Das ist alles von Subdued. Die Party ist ja auch von Subdued. Und deswegen habe ich ein Outfit gestellt bekommen. Also vielen Dank. Die Hose. Dieses Video ist übrigens nicht bezahlt oder sonstiges. Ich wurde auch nicht aufgefordert, das zu machen. Deswegen keine Sorge. Die Hose ist so eine Schlaghose. Im Schlangenprint. Und das Oberteil ist so ein Tube Top. Ist eine Seltenheit, dass man mich mit Schulter frei sieht. Aber ja, Premiere heute. Zumindest beim Feiern. Und genau, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder Abend oder wo auch immer ihr seid. Eine schöne Woche. Falls du mich noch nicht abonniert hast, dann klick gerne mal hier unten auf das kleine Symbol. Ich glaube, das ist eine Katze. Um mich zu abonnieren. Und genau, bis zum nächsten Video. Tschüss.